Jo, Servus und Hallöchen, liebe YouTube-Gemeinde. Heute mit einem Let's Play zu einem Spiel, das ich so noch nicht gehört habe. Aber der liebe Icarus RP hat mich darauf gebracht, der jetzt auch übrigens mit mir spielt. Hallo. Hallo. Und zwar Path of Exile. Jo. Ich weiß nicht, was mich da jetzt erwarten wird und ehrlich gesagt, ich muss gerade überlegen, was eigentlich mein Passwort nochmal war. Welches Gateway hast du nochmal genommen? Welches? Was? Welches Gateway? Oh, Europa. Singapur. Also ich habe Europa. Oh, okay. Da habe ich ein anderes Passwort benutzt. Und zwar jenes. Zeig dir einfach gleich die E-Mail-Adresse und so, ne? Was ist der? Wieso? Ach so. Ah, E-Mail-Adresse. Ah. We are crimes against Doriath. You have been exiled to the forsaken continent of Rayclass. Jo. The Magisters of Oriath are merciful and have granted all exiles one weapon. Choose wisely. Oriath has bestowed a gift upon you. A chance to redeem your crimes. A new life. Do not squander it. A new life. Leak. Default, okay. Okay. No class. Hä? Welche class? Ah, da. Sie ist ja die Haken. Welche? Ah, achso. Ah! I am a warrior. I was born to fight. Raised to defend my tribe. Now, I have been taken from my people. Chained and exiled by cowards who fear death. Death is my brother. I do not fear him. I see him in the eyes of the men and beasts that I kill. I feel him traveling beside me to this new land, this Rayclast. He will take me to meet the ancestors when I am ready, and I am not ready. Ho ho. So ist es halt. Man kann die ganzen Klassen hier drinnen wählen. Na, das ist auch mal neu. Weiß. Ich hab grad gedacht, wieso geht das nicht weiter? Ist ja mal ein netter Einstieg, muss man ja schon so sagen. Jo. Was haben wir denn hier? Gut gemacht. I fought, wept and bled for God and the Order. I would have died for my Templar brothers, every single one. And how do they reward my piety, my devotion? They exile me to the land of the damned, to Rayclast. I know now that my brethren are merely God's tools. He has given me this path to walk, so I shall muster my strength and my power and my faith. It is my shield against the darkness to come. Aha. Die Stimmen passen sogar, muss ich schon sagen. Was haben wir denn hier? Shadow. A simple job, I was told. Silence a big mouth, get a big payout, and no one was going to be the wiser. Tidy, except for one loose end. Me. I would have kept my mouth shut. Professional integrity, it's called. Unfortunately, not something my employers believed in. They raised a toast to a job well done. I drank, and the next thing I know, I'm on this stinking crate bound for exile. It's not a complete loss, I suppose. The way I hear it, there'll be plenty of work for a man of my talents in Rayclast. Da wurde er wohl ein bisschen hintergangen, würde ich Shadow, sagen, der Shadow. Den werde ich auf jeden Fall schon mal gehen. Den Shadow nimmst du? Okay. Ja. Was haben wir hier? Ranger. You can't own a life. Not a deer's, not a rabbit's, and not mine. Every soul has a birth-given right to live however they will, however they can. I take from the wilderness, and one day it'll take me in return. Not that the fat lords of Oriath believe in such things. They call me poacher and thief. Clap me in irons and haul me like cargo into exile. No matter. I'll make the forests and mountains of Rayclast my new home. My freedom and my bow. That's all I need. Okay. Interessant. Sag mal hier, den Duelist. He had it coming. Was I supposed to bear such insults with an action simply because of his high birth? That lord sang a different tune with 6 inches of steel in his guts. Now they call me a criminal for defending my honor. I'd do the same again to anyone who crossed me. I care naught for riches, little for friendship. The duel is all I need. I may be in exile, but I will carve a road back to Oriath, one foe,
one victory at a time. Ill fortune may have banished me to Rayclast, but I will live to hear them scream my name in the great arenas again. So. Weißt du, was ich verstehe? Die sind jetzt sozusagen im Schiffgefängnis. Warum haben die alle Waffen? Tja, vielleicht hat das ja was mit dem Banishen zu tun. Dass sie da, die werden ja da im Grunde ausgesetzt. So. Tja. He had it coming. Ja. Was I supposed to bear such they were right to fear me. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Now I'm banished to Rayclast. I've heard the dark rumors, seen the terror in the other exiles' eyes. But to me, one land is like any other. The elements are my allies, the dead are my servants, and fear will be my closest friend. Eine ganz düstere. Tja, so. Wie nehme ich denn hier? Also du bist schon mal Shadow. So. Hä? Ja. Was ist? Ja, nehme ich. Was ist Shadow? Ja, du bist Shadow. They were right to fear me. Ja. If only they had listened to their cowards. You can't own a life. Not a deer's, not a rabbit's, and not mine. Es nimmst du. Every soul has a birth given right to live however they will. However they can. I take from the wilderness, and one day it'll take me in return. Not that the fat lords of Arias believe in such things. They call me poacher and thief. Clap me in irons and haul me like cargo into exile. No matter. I'll make the forests and mountains of Rayclast my new home. My freedom and my bow. That's all I need. Meine Fresse. Weißt du, ich kann nicht die 1 und 3 benutzen, weil das illegale Charaktere sind? Jetzt muss ich halt einen ELP dahinter setzen. Weil mein Name schon vergeben ist. Witzbolde. Ja. So. You have entered the Twilight Strand. Ja. Das heißt... Also am Anfang werden wir uns nicht sehen. Das ist erstmal so ein bisschen storybasierend, was man so findet. Und dann... Man wacht im Wasser auf, dass man nicht ersoffen ist, ist auch alles, ne? Jo. Was? Also ich finde so ein bisschen macht momentan hier diese links die ganze Chatliste alles kaputt. Dass man das so sieht. Bogen. Ein Bogen. Ich spreche mal mit dem Typen da. Ja, ich bin eher so der beobachtende Typ, der hier erstmal guckt, kurz. Ob er hier irgendwas findet. Es blitzt und donnert und alles. Ah. Na gut. Dann sprechen wir mal an. We're all that made it. They dumped 2 dozen of us exiles off that ship. Guess that makes us the lucky ones. Luckier than this poor bastard beside me. At any rate. Splinter sticking out of me. Missed all the important bits. I saw smoke at those ruins up the beach. Go get some help. And on my chest. Was zum? Jo. Hungry Corpse? What the fuck? Was zum? Muss drauf. Geht's hier um Zombies? Ja, sozusagen, bisschen. Sowas ähnliches. Hilfe. Alt. Aha. Um Items anzuzeigen, geht das auch nicht anders? Irgendwie so eine Option von wegen Daueranzeigen oder so? Ja, es ist manchmal. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, bei mir wird es andauernd angezeigt. Ich glaube einfach, auf, nur öfters ja auf Alt drücken dann. Was heißt denn das? Keep up. Schau gleich mal an Levels. Wow, sind ja, ich glaube, das müsste es erstmal sein. Moment. Also unten hast du ja deine Heiltränke auf den Tasten 1 und 2. Zombies, ey. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also... Pass of Exile? Zombies. Oh Gott, ich war schlecht das letzte Mal. Bin sofort gestorben. Also das erinnert mich zu sehr an meinen Sie irgendwie. Ich hasse Zombies, hab ich das schon mal gesagt? Nee. Was magst du an denen nicht? Die sind immer nervig, das meine ich. Mhm. Die sind immer nervig. Ob man die jetzt will oder nicht. Oh,
Ah, das wird angezeigt. Also die ersten Sachen, die du findest, steht automatisch an. Wenn du eine zweite Plattenmeste zum Beispiel findest, die musst du dann manuell anziehen. Was haben wir denn hier? Default Attack. Move only, Default Attack. Aha, okay, okay. Haben wir auch noch nichts. Ja, ach, wir haben einige Heiltränke. Jo. Das Gute ist, was eingesammelt haben wir. Das Gute ist, Wund. Jo, das ist ein Zauberstab. Ah, guck mal. Ah. 3 bis 10? 7, 4 bis 7. Nee, das ist das Gute an den Heiltränken ist, kannst du anklicken, die gehen dann nur ein Fünftel leer, füllen fast dein ganzes Leben auf, also die Hälfte so circa. Mhm. Und nach einer Zeit rechargen die. Das heißt, du hast dann wieder einen vollen Heiltrank nach 16 Sekunden oder so. Was ist das denn? Ach, das scheint mir so eine Art sockelbares Ding zu sein für meinen. Aha, okay. Ja, gucken wir mal. Haben wir denn noch hier so... Gibt's keine Karte oder sowas? Man weiß, eine Karte zu haben. Doch, doch, es gibt eine... Ich weiß ja gerade nicht, was ich... Und das sind Sandsplitter. Und die schmeißen irgendwas nach mir, das finde ich nicht nett. Ich glaube, das ist Sand. Oh, war ja. Nee, das war nicht richtig. Mit Tab Lamp oder so. Drückt Tab, da öffnet sich schon mit eigentlich. Ja. Und mit Tab schießt er den wieder. Warum sind da so komische Flächen? Ist das Wasser oder was? Das Wasser. Das war das Blaue und das andere ist, das Rote ist so Level begrenzt. Beziehungsweise Gebirge. Boah, mit was schießen die da nach mir? It's so dark here and scary. I'm so alone. Feels Diablo, man. Gerade im Chat irgendwer. Orb of Argumentation. Wow. Ich glaube, es wäre auch tatsächlich etwas atmosphärischer, wenn man hier allein spielen würde. So allein ausgesetzt worden zu sein. Also, der Anfang ist ja dem auch online. Mhm. Sag einfach mal, wenn du dein erstes Level hast. Du spielst, was spielst du nochmal? Ranger, die mit dem Bogen. Okay, das ist ja so heute tauchen. Oh, die halten jetzt schon 2 Schüsse aus. Hm. Das könnte ein Ranger sein. Pick Speed. Ich glaube, es ist hier unten. Ist ja interessant, da schreibt jemand, dass das Spiel noch kein Ende hat. I'm still breathing. So? Lol, hab ich mich gerade erschrocken. Sign. Alter, habe ich mich gerade erschrocken, dass das Level aufgestiegen ist. Ist das so ein bisschen aufgebaut wie Diablo, nur als Multiplayer, ne? Ja, auch in Diablo ist ja auch Multiplayer. Links. Ja, nee, aber... Alter, Hilfe! Ich glaube, ich werde hier gerade erschlagen von so einem Tree. Skill-Tree. Was zur Hölle? Was von... Was zum... Buddy was moved out of your channel. Was zum... Ach nö, musste das sein? Ja, BV ist gerade mal ein bisschen außerhalb. Kann sich nur Stunden handeln. Zeit, um sich das mal hier ein bisschen anzugucken. Hm. 6% increased attack speed. Dexterity? Accuracy. Buddy joined your channel. So, so. Was sollte das denn? Ich hab mich gerade rausgezogen. Der Idiot. Ja. Naja, so ist er nun mal der Secure. Ja, ihr müsst wissen, in unserem Teamspeak-Channel steht On Air, Aufnahme. Man sollte eigentlich meinen, dass gewisse Leute verstehen, was damit gemeint ist. Ah ja. Man hätte ja zum Beispiel auch mal eine Message gerade schicken können, ob gerade Zeit ist oder so, keine Ahnung. Ah gut, was soll's. Was soll, also, was ist das denn hier für ein Skilltree? Ja, wie groß wird denn der noch? Himmelarsch ins Wirren. Achso, du hast den Skilltree, okay, also... ja, ich hab den Skilltree, ja. Du siehst ja hier oben deine das Intelligenz, Stärke und Text. Ach, keine Ahnung. Die sehe ich um diese 3 Dinger drum da. Ja, und du kannst erst, entweder kannst du bei mir zum Beispiel, kannst du den Spell Damage increasen oder Attack Speed. Ich nehme am Anfang mal Attack Speed.
Du solltest... Ja, ist natürlich die Frage, was dabei mal rauskommt hinterher, ne? Du solltest Evasion haben, oder? Ich habe Evasion und Attack Speed. Jo. Also, ich... Also, vom Prinzip her ist es egal, wenn du zum Beispiel eher mehr dein... Man kommt aber hinterher bei allen ans Ziel. Ja, ja. Alles gilt. Ja, gut. Dann machen wir jetzt erstmal... Der ist wirklich gigantisch. Wirklich extrem. Ja, aber ich glaube, da werden alle Skills aufgelistet, oder? Ja, also von jeder Klasse werden die Skills aufgelistet. Also, ich sehe nämlich hier... Und die, man kann mit allen in die Mitte kommen oder so. Jo, und in der Mitte sind halt eben die besten Skills, soweit ich... Also, um es nochmal vor Augen zu halten, das ist der Skilltyp. Extrem groß, extrem mächtig und ich glaube, ich werde jetzt schon überfordert. Aber gut. In Wirklichkeit ist ja nur so einfach eigentlich. So, kann man das auch wieder zurücknehmen, falls man sich verskillt hat? Nein, kann man nicht. Einmal gedrückt, einmal gedrückt. Einmal gedrückt, für immer. Forever! Kann sein, dass du später vielleicht nochmal alles resetten kannst und dann neue alles Punkte verteilen kannst. Ah, ich glaube, das kostet geht's. Geld oder so. Ist gut, dass die Pfeile da drin stecken bleiben. Yeah. Schon blutig ist es ja, ne? Das habe ich jetzt nicht so gesehen. Doch, doch, manchmal ist es schon. Aber fällt mir gerade ein, habe ich auch die Grafikeinstellung richtig gemacht? Einmal kurz gucken. Ja, habe ich. Ich lächle nur die Grafikeinstellung übrigens, während du aufnimmst, anders, ne? Weißt du, oder? Was? Es ist sehr schlecht, wenn du die Grafikeinstellung während der Aufnahme änderst. Ich weiß. Okay. Habe ich ja nicht getan. Ja. Weiß ich nur mal sagen. Ja. Man weiß ja nie so genau. Oh, jetzt schaut das an. Ah. Scroll. Es gibt halt eben immer so kleine Bosse rum. Du hast gesagt irgendwas von wegen Tutorial, also vom bisher. Ja, ist so ein bisschen Tutorial halt eben. Identifies an Item, aha. Small Life Flask. Was ist das denn hier? Habe ich eine Small? Wieso ist die leer? So, was haben wir hier? Right-click to drink. Peter ist small ein Detail. Okay. Ach, die ist leer. Na sowas. Ja, die füllt sich ja wieder auf, also. Ah. I understand, I understand. Ich hab jetzt erstmal schon... Ich geh schon mal in die Stadt, ne? Und dann warte ich auf dich. Alles klar. Bonus Call of Wisdom. Aber man kann in... So wie man kann in verschiedenen... Ah, wollte schon sagen. Ich hab... Passt schon. Hm, nicht jeder Fall trifft scheinbar. Das hätte ich mal hinziehen. Ich glaube, das hast du gemeint, dass sie da so schön drinstecken. Oh je. Hohoho. Sehe ich das jetzt richtig hier? Es geht aber später noch ein paar Sachen, die du dann löst, richtig ab. Also... Bist du manchmal echt überfordert. Ist die Frage, muss ich weiter nach rechts gehen oder da links hoch? Immer weiter nach rechts. Immer weiter nach rechts. Das heißt, wenn ich da links hochgehe, ist da irgendwas Bestimmtes? Nö, no, das nicht. Also, ah, du willst die Wand kennenlernen. Lieber einmal mehr geguckt. Ach so. Ja, toll. Wand. Super. Warum hat er die nicht gleich schon angezeigt? Bin ich hier sinnlos und nochmal zurückgegangen. Ja, so ist das mal. So ist das mal. So ein Scheiß. Im dritten Spot? Geht denn das nicht? Und schon wieder ein Zombie da. Oder ein Ertrunkener, oder wie der heißt. Ah, okay. Was ist das? Lol. Hillock? Ja. Ach nö. Miniboss sozusagen. Ah, der ist einfacher als Winter. Also... Wie viele Pfeile da schon drin hat. Seht ihr das? Ja. Meine Güte, sind das viele Pfeile. Ich glaube, der hat schon 10 Pfeile drin stecken oder so. 12. 13, 14, 15, 16. Na komm, kannst du aber auch schon klappen. Klapp mal zu, ist zu spät. Enter Town for your reward. Aha. Komm mal hier alles. Mein Headset-Kabel hat sich verheddert. Moment.
Wie schaffst du das? Mal, was haben wir denn alles für Zeugs? Unidentified. Kann ich doch gar nicht machen, ne? Also, alles nicht so wirklich für mich. Rawhide, Books, Alben, Books, Support. So, da bin ich wieder. Aha. Man kann es einfach einsetzen und dann wieder entfernen. Was denn? Diese Steine oder was das sind. Steine? Ja, die? Ich habe hier so einen Burning Arrows Stein. So. Ich habe halt eben schon, wenn du Typen, also Monster killst, dann füllt sich der Stein auf, ne? Und wenn er jetzt vollkommen, wenn er jetzt vollkommen voll ist, dann kriegst du irgendeinen Moment. Dann levelt sich der Stein auf, ne? Ja. Wie sozusagen Pet. Zu sagen. Und dieser Stein, bei mir zum Beispiel, gibt bei mir 70% mehr Damage-Effizienz. Wenn ich ihn benutze, kostet mich aber 8 Mana. 8 kostet Mana. Okay. Ja. Wenn du draufklickst. Aber den kann man immer jederzeit vom Gegenstand, wo man es drauf gesockelt hat, wieder runternehmen. Ja. Ist so. Wenn du draufklickst, dann siehst du ja grün. Also du kannst ihn auch nur auf grüne Gegenstände sockeln. Ne? Mhm. Gibt es einen blauen Stein, den kannst du nur auf blaue und rot dann nur auf rote. So ist es also. Und wo sind wir jetzt hier? Hier ist der Anfang von einer Stadt. Ja, geh da mal rein, dann solltest du bei mir da. Lion Eye Watch. Okay, entering. Lion Eyes Watch. Aus Löwenauge. Beobachtungszentrum oder wie auch immer das heißt. Laco Level 2. Bist schon drin? Ach, man kann hier gar nicht schießen. Okay. Ach. Alles Freunde. Andere Frage, warum sehe ich dich nicht? Wie, warum sehe ich dich nicht? Ja, ich sehe dich irgendwie. Ich habe eine andere Idee. Ich glaube, ich weiß warum. Bleib einfach mal drin. Ich versuche die ganze Zeit mal was. Ich komme hier noch ganz jetzt raus. Siehst du mich überhaupt schreiben? Warte mal. So, siehst du mich schreiben? Ja. Sag mal, bist du auch auf Europe? Wie auf Europe? Bist du auf dem Server Europe? Ja. Ja, ich habe Europe ausgewählt. Moment, ich guck nochmal. Login Screen. Europe. Amerika, Singapur. Guck ich nochmal. Der hier. Play. Was denn zum... Hm? Oh. Ah, jetzt ist dich. Was denn jetzt? Bist du bei einer? Doch. Ich finde das scheiße, weißt du? Ich sag, frag so. Ist das Server Europe? Der Erste, der sagt, nein. Gucke dann. Dann sagen alle anderen auf einmal, ja. Notified Notice Board. Aha. Okay. Ich glaube, wo bist denn du? Ich seh dich überhaupt nicht. Bist du am... Ich bin am Noticeboard. Das ist irgendwer anders. Du auch nicht. Komisch. Also ich lade dich einfach mal zu meiner Party ein. Und mal gucken, was passiert. Jo, mach mal. Vielleicht ist das hier eine andere Instanz oder so. Also grafisch muss ich sagen, sieht schon ganz gut aus. Wie hast du dich jetzt geschrieben? X und X, nur ohne 1 und 3. Also I und E halt. Und Groß- und Kleinschreibung, egal. Wird passen. Ah, jetzt habe ich dich hinzugefügt. Und jetzt Create Party. Und jetzt mache ich X. X bei P. Und jetzt solltest du, ja, okay. Jetzt bist du mit der Party. Don't you party? Wo bist denn du jetzt? Ja, genau, das ist die Frage. Wo bin ich jetzt? Bist du ein Lion Eyes Watch? Ja, bin ich.
Warte, vielleicht kann ich irgendwie... Sind das Members? Leader? Ihr seht, es ist nicht so einfach hier. Ich whisper das bei der Anfreund. Könnt ihr jetzt verschreiben, ne? Beispiel. Kommt's ja mit, oder? Ja, ich hab's gesehen. Open Social Panel. Leader Level 2 Shadow. Ja, nehm ich einfach, rede einfach mal mit Nessa und dann, wenn wir rausgehen, sehen wir uns vielleicht, ne?